So, meine Freunde. Previert. Genossen. Was war der Plan jetzt eigentlich? Was war der Plan? Digga. Okay. Manpower auf alle Fälle genug. Ich weiß wieder, was der Plan war. Ich wollte Chicharino machen. Und den Endkrieg oder so ähnlich. Den Endkrieg gegen Italien, Frankreich, Spanien und die Briten. Oder so. Und das machen wir jetzt ganz kurz. Mal kurz gucken jetzt. Gut, den kann ich einfach so den Krieg erklären. Müssen jetzt nur kurz die Baguettes. Hey, pass auf, ich zeige euch, dass es immer sowas macht. Pass auf, wir gehen jetzt her, stell kurz die KI von den Sowjets aus, wenn ich das Spiel endpausieren muss, dass da die KI keinen Scheiß bei mir im Land baut. Dann möchten wir denen beitreten. Das machen wir, indem wir Allow Diplom machen. Es zu Join Faction. Die werden das eigentlich sogar annehmen. Das heißt, eigentlich müsste das jetzt... Okay, es hat nicht funktioniert. Das ist genau das Ding. So, pass auf, geh noch zurück. Ja. Jetzt hat so. Natürlich nicht ganz legitim. Aber it is what it is. So, jetzt machen wir kurz wieder alles aus. Not allowed. Okay. Gut. Rumänien wollte ich erst noch angreifen. Ah, die Karkassen wollte ich auch noch angreifen. Hey, was ist eine Karkasse? Hm? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, was eine Karkasse ist. Nee, machen wir nicht. Also, Manpower haben wir echt ohne Ende. Da würde ich vielleicht sogar sagen... Ja, Digga, Alter. Ich habe Manpower ohne Ende. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Wohin mit die ganze Manpower? Boah, wenn ich das Bild sehe, muss ich gleich wieder an Tschernobyl denken. Übrigens auch eine Empfehlung von meiner Seite aus. Oh. Eine Empfehlung von meiner Seite aus übrigens auch... Die Serie Tschernobyl, die ist, warte mal ganz kurz, ich sag's euch gleich, oh, ich hasse Google, Tschernobyl Serie, dann kann ich euch gleich nämlich sagen, wo ihr die anschauen könnt, jetzt mal ohne Witz, das ist eine der genialsten Serien überhaupt bis heute, ist eine Kurzserie, ist nicht lange, sind 5-6 Folgen oder so, Tschernobyl sollte sicherlich jedem von euch graben einen Begriff sein. Tschernobyl, was da passiert ist, ne? Chabum. Okay, es läuft auf Wow TV. Also Wow ist früher Sky gewesen. Also im Abo. Also es läuft auf Wow, also ist quasi Sky. Sky Go. In der Flatrate, ansonsten könnt ihr das kaufen auf Good Prime Video und Apple TV und Google Play und Freenet und Magenta und alles andere. Kostet aktuell die HD-Version. Das ist eh so lost, Alter. Das ist hier lost. Da gibt es eine Standard-Variante von Wer guckt denn heutzutage noch in fucking HD, Alter? In Standard. Das ist 480p oder 720p, also SD ist normal in 480p. Wer guckt denn das noch heutzutage in 480p? Allein das anzubieten ist eine Frechheit. Mongolei ist uns beigetreten. Kurz die Karkassen angreifen. Wirklich eine geniale Serie. Also, weiß nicht, ob es jemand von euch schon mal gesehen hat. Aber ich persönlich, also ich muss sagen, es gibt keine Action. Also es ist nicht so, dass ihr da Krieg seht und massig Menschen, die sterben und was weiß ich alles. Oder das ist einfach so, ja, es ist so eine Tension, so eine Stimmung einfach in der Serie, die sehr selten gibt. So, ihr steckt so mittendrin, so ein bisschen, so ihr fiebert mit. So, es ist alles so, ja, ich weiß nicht, ist ganz, ganz, ganz faszinierend. Und vor allem ist es ja auch historisch. Also es beruht ja quasi auf Gegebenheiten. Ist jetzt nicht so wie ich hier, der jetzt hier rumspielt und irgendeinen Scheiß labert den ganzen Tag. Das war ja. Wisst ihr so? Und also da bin ich ein ganz großer Fan. Also ich muss wirklich sagen, die Serie war Kuss. Die Serie war Kuss. Und schade, dass es nicht mehr solche Serien gibt. Also würde sich anbieten. Muss ich persönlich sagen. Würde sich anbieten, wenn es da einfach mehr Serien dieser Sorte geben würde.
Aber alleine, dass du dann, du steckst so drinne auch irgendwie, sage ich jetzt einfach mal. Du steckst drinne in diesem Szenario in Tschernobyl, so wie die da versuchen, die Katastrophe zu verhindern oder wie es auch geschehen ist. Was die Reaktionen waren. Nee, ganz toll. Also, ja, da hat mich halt dieses Bild dran erinnert. Die Typen mit ihren Anzügen, die Geräte. Gut, könnte auch mit reinkommen, dass ich auf TikTok aktuell viele Videos davon sehe. Also ich schaue aktuell die Serie auf TikTok nach. Ich schaue sie nochmal neu. Das ist halt das Problem. Ich würde es halt so gerne nochmal anschauen. Halt, sage ich euch ganz ehrlich, ich würde sie so gerne nochmal anschauen, aber da fehlt mir einfach die Zeit. Da fehlt mir einfach die Zeit. Oh, cool. Ich habe mir was von Holy bestellt. Es ist gerade 3.59 Uhr und ich habe die Bestätigung bekommen, dass mein Holy-Paket bereit gemacht wurde. Your Holy Parcel is ready for shipment. Was? Es wird nicht von DHL geschickt? Aha. Habe doch gar nicht Holy-Werbung heute gemacht. Jetzt habe ich sie gemacht. Aber warum denn Deutsche Post? Ja gut, DHL und Deutsche Post ist das gleiche. Übrigens, DHL steht für die, DHL sind die Anfangsbuchstaben der Gründer von DHL. Die kommen übrigens aus den USA. Aber DHL wurde dann später von der Deutschen Post tatsächlich gekauft. Und ist nun in der Zwischenzeit eines der größten und wertvollsten Logistikunternehmen der Erde. Aber ich glaube trotzdem noch hinter FedEx und Co. Also gibt schon noch größere. Ich dachte immer früher, DHL steht für deutsche Haushaltslutscher oder sowas. Weißt du so? Aber das sind einfach die Anfangsbuchstaben der Gründer. D für Drury, H für H-Bell und L für Lutschkowski. Nee, keine Ahnung, ich habe den Namen, ich kann mir das auch nicht mehr, juckt mich in Scheißdreck, aber wisst ihr, was ich meine? Habe ich das jetzt hier gemacht mit Dagestan? Noch immer 4 Stück dann. Ich will das hier ordentlich zu Ende bringen. Mir ist scheißegal, ob euch das langweilt oder nicht. Mir wurscht. Wir bringen dieses Projekt ordentlich. Ich möchte die Sowjetunion ordentlich zu alter Stärke zurückführen. Aber ist nicht schon stärker als vorher. So stark war... Ich tu ganz leicht reinscrollen. So stark waren wir noch nie. So. Ich find's auch schön, dass es absolut kein juckt. Also ich hier oben einen Start nach dem anderen. Die Leute so, ja... This is fine. This is okay. No problem for us. Do whatever you want. Okay. No problem. Ich bin übrigens auch sehr froh, dass wir dieses Projekt zu Ende gebracht haben werden. Was ist das denn hier eigentlich? Ossetia. Schön, die habe ich doch. Ah, doch hier, Ossetia. Ich finde es auch sehr schön, dass wir das Projekt zu Ende gebracht haben werden, bevor das Update kommt. Weil wenn das Update kommt, wir von einem Mod oder so, dann hätte ich das Ganze in den... Das ist halt auch so ein Zeitdruck immer, ne? Ist gar nicht so chillig, Alter. Du musst dann gucken, dass du das rechtzeitig ready kriegst, alles und so. Ansonsten wäre halt Worst Case, dass dann halt so 10 Folgen weg sind oder so. Ist auch immer so ärgerlich manchmal, dass irgendwo eine Folge fehlt. Ich weiß nicht warum, also ich packe das ja alles, also ich nehme quasi so 10, 12 Folgen auf. Und dann packe ich das irgendwann mal nach 3, 4 Tagen alles in mein Programm rein und dann wird das alles gerendert. Und irgendwo in diesem Prozess geht hin und wieder, das ist super ärgerlich. Und das kriege ich halt, weil es ist halt, das machst du nicht, du guckst, also ich mach's halt nicht, das, aktuell mache ich es nicht, dass ich dann jede Folge nochmal einzeln durchschaue und dann Ende und Anfang passt von den Zeitlinien und so, und vor allem manchmal siehst du es dann nicht richtig oder du denkst dann, das passt schon so und so, es ist tricky, Leute, ich sag euch. Und manchmal fehlt eine Folge, das passiert mal mit EU4, mal in CK3, mal in HOI4, da fehlt dann einfach eine Folge, das ist so ätzend, das regt mich immer so auf. Also man denkt so, ja, ist halt so, meine Güte, weißt du, dann... Aber das regt mich halt mega auf, weil ich habe dafür eine 40, 50 Minuten aufgenommen und geschnitten und gerendert. Das ist eine Stunde dann, wo da drin steckt und die ist dann weg, wisst ihr so? Nee, also taugt mir überhaupt nicht. Also da bin ich, das ist,
Na klar, es ist auch ärgerlich für die, die es sich anschauen, wenn sie so richtig drin stecken und dann hätten sie gern die eine Folge noch gesehen oder so. Okay, die haben sich irgendwie... Die haben sie okay. Die haben sich unterworfen. Das ist das erste Mal, dass sich jemand freiwillig unterwirft. Sehr cool. Ja, das ist einfach... Das ist mit das Ärgerlichste, glaube ich, was es gibt für einen YouTuber. Wenn dann irgendwas... Also gut, für YouTuber wie mich. Es gibt natürlich auch YouTuber, die machen ein Video alle 6 Jahre. Da kann nichts weg sein. So, die haben das eine Video und wenn das weg ist, dann bringen sie sich um oder so. Aber jetzt so wie ich, wenn du dann Serien machst mit 20, 25 Videos und da fehlt dann eins. Muss nicht sein. Muss echt nicht sein. Georgien hat einfach massig Ausrüstung. Mehr Ausrüstung fast wie Deutschland. Und jetzt fehlt nur noch Armenien. Und dann fehlt noch Rumänien. Aber weißt du was, machen wir anders. Scheiße. Jetzt erstmal kurz Rumänien den... Ups. Erstmal einfach Rumänien den Krieg erklären. Ich bezweifle, dass sie einen großen Widerstand leisten. Okay. Ja, gut. Doch nicht so schwach, wie ich zuerst dachte. Ich dachte, die sind so ein kleiner Snack auf dem Weg zu meiner Weltherrschaft. Aber, nope. Da hat sie sich etwas widerstandsfähiger als erwartet. Ja gut, also, was will ich denn da erforschen groß? Ist doch scheißegal. So, 83% Stabilität, jetzt haben wir 1,9 politische Macht. Ich glaube, wir könnten sogar fast auf 2% kommen. Wo war jetzt das Ding gegen die Rumänen? Scroll, scroll, scroll. Ah, hier. Kriegserklärung. Da, 30 Tage. Hätte ich ja nicht erstmal ihren Truppen extra hinschicken müssen. Flugzeuge ich zugewiesen? Nicht ganz. Ich habe ja ein paar Flugzeuge im Lager. Die wäre blöd gucken, Alter. Vor allem, das sind ja Jets. Die haben ja eine unnormale Range auch noch. Die können ja voll chillig von überall aus fliegen. Das ist so schön. Ah, es ist toll. So. Seht ihr gerade? Ja gut, es ist halt doch nicht mehr so viel Zeug. Das für ein Scheiß, hallo? Halbieren wir die Produktion von euch. Von euch. Und erhöhen die Produktion hier ganz leicht. Digga. Okay. Okay. Hä? Wo ich denn die ganzen Ressourcen her? Okay. Alles klar. Was fehlt jetzt noch? Gummi und Wolfram. Gut, Gummi können wir jetzt einfach mit dem Klassiker lösen, indem du einfach Gummifabriken baust. YOLO jetzt gerade. Scheiß drauf. So, und Wolfram. Gut, Wolfram lässt sich jetzt nicht einfach so lösen. Wir müssen sie erstmal handeln einfach. Handel, jetzt schauen wir ganz, ob wir vielleicht infrastrukturtechnisch irgendwo was machen könnten mit Wolfram noch. Ich habe die Sachen schon alle. Da gibt's noch was. Ja, das ist auch schon im Bau. Och. Langweilig. Gibt es hier noch irgendwas? Da gibt es nochmal Wolfram und Aluminium. Na gut. Also Rumänien. Dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Glück. Ich brauche nicht mal Verbündete rufen. 500 Mann zu 18.000. 500, 2.000 zu 30.000. Ja, ja. Das ist der Reshit. Jetzt wurden die Sorbets noch mit reingerufen. Erstmal was trinken. Hab heute gestreamt. Auf Krabbe streame ich hin und wieder nachts um Mitternacht oder so. Geht immer ein bisschen in die Stimmbänder. Da habe ich noch ein bisschen geshoppt. Also eingekauft. Okay, das war so easy, Alter. Jedenfalls noch ein bisschen eingekauft für ein neues Projekt, was ich plane. Ich habe Pläne. Krabbe hat Pläne. Und ja. Hat alles so viel Zeit gekostet. Gestern hatte ich da noch ein Problem mit dem Video, weil
OBS ist abgestürzt und dann habe ich irgendwie mal das Format gewechselt, womit aufgenommen wird und das hat dann auch nicht, also ich habe dann 2-3 Stunden darum gemacht, dass ich alle Videos noch hatte, ansonsten hätte jetzt von dem Projekt hier 3-4 Videos gefehlt, aber das habe ich dann zum Glück hinbekommen nach einer Ewigkeiten. Hab dann ein bisschen innerlich geweint, als ich auf die Uhr geschaut habe, es war 6 Uhr und ich wollte schon 2 Stunden schlafen. Ja, es ist halt Puppet. Katze macht Miau. Genau. Ich überlege gerade, ob ich meine Verbündeten kämpfen lassen könnte. Würde das funktionieren? Weiß es nicht, gell? Ich kann ja übrigens gar nicht den Krieg erklären. Kommt ja auch noch dazu. Ich muss ja das auch noch per Cheat machen. Ich habe nämlich so keinen Kriegsgrund gegen die Kollegen. So, jetzt machen wir das wie folgt. Einmal. Das ist No Faction. Okay, dann zwei. Okay, das ist ein bisschen größer. Dann machen wir so. Nee, warte, machen wir ganz anders. Machen wir ganz anders. Einmal. Zweimal. Ich würde halt wirklich mal gerne. Was heißt mit Truppen hinlaufen? Ich würde halt trotzdem mal gerne testen, ob meine Untertanen irgendwas alleine reisen könnten. Ich finde es halt schade, dass man denen keinen Krieg erklären kann. Stimmt mich schon etwas traurig, though. Okay. Unification of Czechoslovakia. Was auch immer. Wie soll ich denn die wieder vereinen, wenn ich dir nicht mal den Krieg erklären kann, ha? Die Mod ist schon lustig manchmal, also muss ich schon sagen. Also traurig ist sie jedenfalls nicht. Also. Einmal hier. Und einmal da. Und jetzt machen wir hier einmal wieder LO Diplo und erklären Krieg. Und das gleiche Schauspiel machen mit dem auch noch, sicherheitshalber. So, dann schauen wir mal. Wir werden ihn nicht sofort angreifen. Gucken wir, wer alles beitritt. Okay, ja, sehr gut. Oh. Okay. Eventuell habe ich das vergessen. Aber nur eventuell. Vielleicht. Muss aber nicht sein. Kann sein, dass es Fake News sind. Scheiß auf, wir gehen all in. Gucken wir mal, was die so drauf haben. Na, schau mal, hier oben geht's auch ab. Gibt echt ein paar Provinzen, die ich übersehen habe. Oh, die ganzen Promotions, da könnt ihr euch bitte sparen. Weg. Ja, wobei, das ist ein... Was ist denn ein Event? Ne, ein News? Ein News-Pop-Up. Oh. Das ist ein Event-Pop-Up. So ein dummes, blödsinniges Zeug, ja. So, Italien überlaufen wir schon mal ganz gut. Verluste 60.000 zu 200.000. Italien hat noch relativ wenig Verluste. Können wir schon mal gleich alle instant deployen? Ne, warte mal, hier alle deployen. Brauch schnell Truppen. Wir haben ein Problem. Weil wir haben viele Probleme, um ehrlich zu sein. Wohin geht die denn jetzt? Hä? Nein! Oh, bin ich dumm. Wer kommt denn da hinten angelaufen? Oh, die Mongolen. 70.000 Mann. Wie, mir fehlen Fighter. Digga, ich produziere so viel Fighter, da schlottert mir der Arsch, Alter. Ja, oder auch nicht. Naja, die werden schon was machen. Also Frankreich fällt relativ schnell. China hat Tibet den Krieg erklärt. Nur Frankreich und Italien sind Majors, der Rest ist Müll. Ja, jetzt schaut euch an, Alter, wie schnell die Franzosen das Baguette ins Korn schmeißen, Alter.
Ah, geil. 100, also um die 200 Divisions haben die. Ich habe 114. Aber 200 mal Müll bleibt halt Müll, ne? ist und bleibt Müll. Deswegen an der Stelle, ciao. Tschüss, Frankreich. Und tschüss, Italien. Die Italiener erobern zu... Frankreich ist schon weg. Das ist traurig, Alter. Es gehen natürlich alle nach Italien. Hätte Digga, als ob. Friendly Planes, oder Digga, die nehmen unsere Flugzeuge so hops. Was soll denn der Scheiß? Die haben auch viel bessere Stats. Ja, jetzt schlagen wir ein bisschen besser zu, aber wir haben einfach viel zu wenig Flugzeuge hier an der Stelle. Glücklicherweise sind wir numerisch einfach so krass überlegen. Diese rennen eh gleich. Taranto brauchen wir wahrscheinlich noch und dann wird es das gewesen sein. Ah, guck mal, wer da aus dem Süden gekrochen kommt. Jetzt aber schnell. Tibet ist übrigens gefallen. Okay, vielleicht brauchen wir doch noch ein bisschen mehr Ländereien. Schauen wir mal. Okay, ne. Ja, schön. Hey, was wollen die denn, Alter? Haut doch ab. So ein Blödsinn. So. Das nenne ich doch mal Friedensverhandlung. So. Ja gut. Würde mal behaupten. Ja, das Ding ist durch. Das Ding ist stur, Leute. Der Sieg ist unser. Nur die Ressourcen. Die Ressourcen sind geizig. Nee, super. Chillig. Chillige Sache, Mann. Da beende ich das Ganze hier an der Stelle einfach mal ganz dreist. Ja, also ich muss sagen, die ersten 6-7 Folgen waren echt juicy. Also, bin ich ehrlich zu euch, ich fand es super interesting. Hat mir schon viel Spaß gemacht. Ab der, also nach dem Krieg gegen Deutschland, nachdem der so einfach gewonnen wurde, war dann, ja, ein bisschen die Luft raus, muss ich sagen. Die Luft war ein bisschen raus, nachdem wir die Deutschen besiegt haben. Weil da war das Ding durch. Aber bis dahin war es super interesting, fand ich. Und das nächste Projekt habe ich mich auch schon entschieden. Ich werde mit Island spielen, mit dem neuen DLC. Wir werden ein paar Mods nutzen, weil Island ohne Mods wird unmöglich, habe ich schon herausgefunden. Also nichts cheatmäßig, aber wir werden halt ein paar Mods nutzen, wie Cores and Claims und so ein Geschmarre. Die Better Government Mod wird mit dabei sein. Sowas. Ansonsten hoffe ich, das Projekt hat euch gefallen hier. Kanalmitglieder dürfen dieses neue Projekt normalerweise, idealerweise vielleicht sogar schon im Voraus sehen. Je nachdem, wie weit ich im Voraus aufnehmen kann. Ansonsten bedanke ich mich bei euch eigentlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.